Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen die GWD Minden willkommen heißen. Zur Halbzeit stand es 15:10, am Ende konnte sich der HC Erlangen mit 30:22 durchsetzen. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, einmal den Gästetrainer Frank Carstens und einmal den Trainer des HC Erlangen, Michael Haas. Zudem darf ich auch auf dem Podium begrüßen den sportlichen Leiter des HC Erlangen, Raul Alonso. Wie immer geht auch diesmal das Wort an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen? Also erstmal Glückwunsch an den HCE, an Michael und Raul zu einer satten Leistung, würde ich mal sagen. Da war jetzt für uns nicht wirklich was zu machen. Wir sind, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt hier für Punkte in Frage gekommen. Erlangen hat sein Spiel sehr gut durchgezogen. Immer dann, wenn wir mal so kleine Momente hatten, kleine Erfolgserlebnisse, dann ist das sofort wieder zerbrochen worden, sodass wir letztlich zwar Fortschritte machen, aber am Ende des Tages mit 0:6 Punkten und einem Torverhältnis von minus einer Million hier stehen nach drei Spielen. Das war heute auch nicht nötig, so hoch zu verlieren. Ich glaube, wir haben eine Reihe sehr guter freier Chancen noch liegen lassen. Verliehen wie immer in bestechender Form. Sodass am Ende dann eine 8-Tore-Niederlage da steht. Und es gilt das Gleiche, wie ich es schon seit einigen Tagen sage. Wir müssen schnell lernen und wir müssen uns vor allen Dingen verbessern, in den ganz einfachen Dingen Entscheidungen zu treffen, einer gewissen Passqualität und natürlich dann auch im Abschluss, aber vor allen Dingen mal in Passqualität und Entscheidungsverhalten. So oft, wie wir in der ersten Halbzeit vermeintlich freie Spieler nicht gesehen haben und auch den Ball nicht dahin gebracht haben, das war schon nicht so gut. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen flüssiger zwar, aber auch nicht wesentlich effizienter. Also insofern für uns noch ein harter Weg in den nächsten Wochen, aber der HCE scheint ja auf einem sehr guten Weg zu sein. Glückwunsch dazu, tolle Leistung. Michael, ja, Gratulation. Vielen Dank. Dann geht das Wort an unseren Trainer Hassan. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Was ein Start in die Saison? Erstmal vielen Dank, Frank. Das adelt mich, deine Glückwünsche. Ja, ich bin natürlich, wie man sich denken kann, hochgradig zufrieden mit diesem Spiel, weil es einfach ein sehr, sehr souveräner, kontrollierter und auch einfach von der Performance her einfach ein super Auftritt meiner Mannschaft war. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das, was man hervorheben kann, ist natürlich Clement Verdien im Tor. Wir hatten das ganze Spiel über eine sehr, sehr starke Abwehr und wenn dann mal was durchkam, war er halt da. Das macht natürlich Handball dann irgendwie sehr einfach und gibt uns vor allem vorne auch die Sicherheit, dass nicht alles klappen muss. Wobei ich sagen muss, dass heute unser Angriffsspiel deutlich verbessert war. Sehr, sehr kontrolliert, gute Spielsteuerung, viele gute Chancen rausgespielt. Und in der Phase jetzt zweiter Halbzeit, wo wir dann so ein bisschen ins Strauchen gekommen sind, hatten wir dann teilweise auch sogar das Glück noch auf unserer Seite. Also selbst in den Phasen, als wir hätten in Gefahr kommen können, Anfang der zweiten Halbzeit, haben wir, finde ich, sehr gut die Ruhe bewahrt. Hat Spaß gemacht, heute den Jungs so zu gucken, weil sie wirklich einfach so mit einer Begeisterung und auch Konzentration dabei waren. Das ist der Weg, wo wir hinwollen, wie wir weitermachen wollen. Und ja, ich hoffe, dass wir so weitermachen. Danke. Dann darf ich das Wort jetzt an unseren sportlichen Leiter übergeben. Guten Abend. Wie schätzt du das Spiel ein? Ja, guten Abend zusammen. Danke, Frank, für die Glückwünsche. Ich finde, dass wir sehr, sehr überzeugend aufgetreten sind. Auch ein Kompliment an Hassan für eine hervorragende Einstellung. Ich glaube, dass wir heute nach den ersten zwei Spielen schon in die Favoritenrolle reingekommen sind und das zeigt, dass die Mannschaft einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Wir wissen auch, wie es in der Vergangenheit ausgeschaut hat und nun stehen wir da, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir haben sehr viel oder sehr große Stabilität gezeigt in allen Phasen des Spiels. Ich glaube, dass wir auch verdient gewonnen haben. Und wir müssen einfach genauso weitermachen, konzentriert an die nächste Aufgabe rangehen und nicht links und rechts gucken, sondern einfach den Job erledigen. An der Stelle möchte ich natürlich auch mal Minden alles Gute wünschen. Wir hoffen natürlich auch, dass Malte Semisch nicht allzu sehr verletzt ist, dass es nicht zu ernsthaft ist. Für uns einfach mal einen schönen Abend. Auch an die Fans, vielen Dank für die tolle Unterstützung erneut und freuen wir uns auf das nächste Spiel.